In diesem Video erkläre ich dir, wie du die stetige Verzinsungsformel ganz einfach umformst. Moin moin zusammen, heute möchte ich euch mal ganz knuffelig erklären, wie ihr die stetige Verzinsungsformel, eben die ganz normale Endwertformel, so umformt, dass ihr zum einen den Startwert, die Jahre oder eben auch den Zinssatz ganz easy berechnen könnt. Die Ausgangsformel ist eben die Endwertformel, wo ich eben den Endwert der stetigen Verzinsung berechne. Es gibt verschiedene Schreibweisen. Manche schreiben K für Kapital, ich C für Capital. Manche schreiben N, ich schreibe T für Jahre. Und dieser ermittelt sich, indem ich ihm den Startwert, was hier jetzt bei mir als C0 benannt wird oder eben auch Barwert genannt, mal E hoch I, den Zinssatz, mal T oder beziehungsweise N, eben die Jahre multipliziert. Das ist die Standardformel. Da setzt ihr einfach nur doof ein und ihr habt den Endwert. Es gibt aber Aufgabentypen, da heißt es zum Beispiel, berechnen wir den Startwert, die Jahre oder eben den Zinssatz. Und nun müssen wir den Schlingel hier ganz einfach umformen. Und das machen wir jetzt auch gemeinsam. So, zuallererst möchte ich natürlich das Ganze so umformen, dass ich mal den Startwert ermittle. Den Wert, den ich am Anfang in mein Konto reinballer und der dann eben verzinst wird auf die Zukunft. Gut, also Startwert. Was mache ich? Ich nehme ganz normal wieder mein CT. Ich schreibe mir die Formel nochmal sauber ab. C0 mal E hoch I mal T. So, ich möchte C0 einzeln allein stehen haben. Also was mache ich? Ich hau einfach nur E hoch I mal T mit geteilt durch rüber. Bam, und dann steht hier CT geteilt durch E hoch I mal T. Das ist das Ganze, ist gleich C0. Gut, es gibt auch eine andere Schreibweise für, die sehr gerne verwendet wird. Das ist nämlich, dass man das Ganze so umschreibt. C0 ist gleich CT mal E hoch minus I mal T. Ihr merkt, ich habe einfach nur das Ganze vom Bruch mit einer Potenzregel nach oben geholt, indem ich eben die Potenz negativ gemacht habe. Das ist auch eine andere Schreibweise, ist aber dasselbe Spielchen. So berechnet ihr den Startwert. Kommen wir als nächstes dann eben mal zu I, wenn ihr den Zinssatz haben wollt. Auch die Umformung zum Zinssatz ist ganz simpel. Ich starte wieder mit CT, ist gleich C0 mal E hoch I mal T. So, und ich möchte jetzt halt ja I einzeln haben. Gut, was mache ich als allererstes? Ich hau mit geteilt durch C0 nach links. Gut, dann steht da CT durch C0. Geil. Und schon habe ich nur noch E hoch I mal T dastehen. Gut, jetzt muss ich irgendwie das Ganze aus dieser Potenz runterholen. Ganz normal, weil es ist ja gerade in der Potenz und ich möchte eins runter in die normale Ebene, in Anführungszeichen. So, wie kriege ich das hin? Ganz einfach. E und LN ist eben ein Gegenplayer. Und darum multipliziere ich einfach LN ran. Und dann steht hier LN, was ich rechts mache, muss ich natürlich auch immer links machen. Ne? CT durch C0 ist gleich. Und ich mache es nur einmal ausführlich. Jetzt würde da stehen LN mal E hoch I mal T. Das würde jetzt theoretisch dastehen. Aber LN und E, die kürzen sich gegenseitig weg, die kuscheln und sind dann plötzlich weg. Und darum kommt I und T einfach mal runter. Und das ist auch gut so. Und so habe ich jetzt endlich I und T unten. Geil. Und nun möchte ich ja nach I das Ganze, also haue ich noch T mit geteilt durch rüber. Und darum steht dann hier LN C. T geteilt durch C0 und das Ganze geteilt durch T ist gleich I. Und schon habe ich meinen Zinssatz. Geil. Und nun kommen wir zum letzten Spielchen und das ist eben noch die Zeit, die Jahre oder eben in der Formel da oben N. Es beginnt dasselbe Spielchen wie beim Zinssatz, seht ihr jetzt. Hat. Also machen wir die Jahre, schreibe ich jetzt mal hier hin, oder Laufzeit. Das kann ja jeder machen, wie er Bock drauf hat. CT ist gleich C0 mal E hoch I mal T. Geil. Gut, dann ballere ich wieder C0 rüber. Bam, hier. Ihr merkt schon, das ist immer derselbe Schritt. So, und dann habe ich wieder E hoch I mal T.
Ja, dann möchte ich wieder I und T runterholen. Also Trick ln ran multiplizieren. Paff! Und schon steht hier ln ct geteilt durch c0 ist gleich. Und ln und e, ne, selbes Spiel, ich habe es da einmal ausführlich gemacht, aber es kürzt sich ja weg und wird zu dem Schlingelchen. Also steht hier i mal t. Und nun, weil ich t einzeln haben möchte, geteilt durch i. Und dann steht hier ln ct durch c0 geteilt durch i ist gleich t. Und schon habe ich die ganze Formel umgebaut. Gut, kurz und knackig, was ist zu beachten? Diese Formel habt ihr meist in der Formelsammlung. Und die müsst ihr dann dementsprechend umbauen, eben was ihr wollt. Denkt daran, zuallererst immer c0 rüber. Paff, das ist eigentlich immer derselbe Move. Und dann müsst ihr gucken, gut, was brauche ich denn? Und dann müsst ihr euch eben merken, okay, ganz simples Umformen. Nur eben bei Zinssatz und Jahre oder beziehungsweise n müsst ihr eben diesen Trick mit ln machen, um dieses e zu eliminieren und i und t runterzubekommen. Gut, falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!